bitteschön. Wir bleiben sitzen. Ja, tut die Mäcke. Das ist ja geil! Ja, du. Langsam wird es Licht. Von Herzen willkommen. Wie schön, dass du hier bist. Ja, hi. Wir haben einen Bus gekauft. Wir sind ehrlich, also ich zumindest bin noch ganz schön aufgeregt. Ja. Vor dem, was jetzt kommt. Ja, so etwas ganz Besonderes. Wir wollen den Bus umbauen als Impulscafé, hier in Ismaning aufgestellt auf einem Parkplatz. Wollen ein bisschen Sitze und Stühle und Lounges und wie auch immer außen herum machen. Sozusagen und im Luahoku-Style. Genau, im Luahoku-Style. Genau. Und falls du keine Idee hast, was ein Impulscafé ist, so ganz genau wissen wir das jetzt auch gar noch nicht. Das wird sich ja jetzt zeigen. Und Impulscafé ist ein Café, in dem es eben nicht nur Kaffee gibt, sondern auch Impulse. Genau. Vielleicht kommst du mit einer Frage an und wir gucken, was unser Impuls dazu ist. Vielleicht bist du auch offen und sagst du, Und ja. Ja, und natürlich kannst du dich auch einfach nur hinsetzen und Kraft tanken, denn wo wir sind, schwingt's. Ne? Mhm. Und was das Entscheidende ist, es schwingt nicht irgendwo da oben, sondern es schwingt auf die Erde. Das ist, was wir jetzt auch erleben beim Umbau und wir nehmen dich natürlich mit, ja, wir nehmen durch dich den mit. Ganzen Umbau hinweg. Für uns ist es auch ganz spannend, denn für uns ist es auch das erste Mal, dass wir in der Nicht-Formatierung sozusagen miteinander wirken, nicht nur also im geistigen Sinne miteinander schwingen und tolle Sachen in die Erde, ich sag mal manifestieren, sondern jetzt machen wir wirklich was zusammen im Menschsein. Wir haben schon ein bisschen geübt, finde ich. Ja. Es ist wirklich einfach ein Ort, an dem du in deine Größe gehen kannst, weil wir ganz aus unserer Größe im Miteinandersein den Ort öffnen, im Menschsein. Und wirklich, das ist so neu. Wir könnten dir Stunden jetzt darüber erzählen und das kannst du nur fühlen. Das kannst du nur fühlen, wenn du dort sitzt und deinen Kaffee trinkst, wenn du deinen Impuls bekommst und wenn du einfach dich mal reinfallen lässt. Ja, und wie gesagt, wir sind auf der Erde und wir, vielleicht sagst du, du hast schon ganz oft mit Menschen was auf die Erde gebracht. Wir machen es eben anders. Wir schwingen es auf die Erde. Das bedeutet, was nicht mit uns allen schwingt. Und wenn von unserer Community Menschen dazukommen, dann wird es natürlich immer mehr. Und immer ist die oberste Prämisse, wenn es nicht schwingt, machen wir es nicht. Fertig, aus. Und das hat sich, finde ich, ganz schön schon gezeigt über die Wochen, dass das einfach dann viel schneller geht. Vielleicht glaubst du, das dauert dann länger. Nein, das geht viel schneller. Und es ist vor allem so erfüllend. Es ist so füllevoll, weil es gar keinen einzigen gibt, der dann irgendwie beleidigt in der Ecke sitzt oder sich denkt, boah, hätte ich viel schöner so gefunden. Das ist ganz was Besonderes. Und das ist Menschsein im Spiel des Lebens, einfach das, wohin wir alle gehen. Ja, und dazu laden wir dich auch ein. Also, wie gesagt, wenn du mit uns bist, schwingst du es, spürst du es und
erfährst du es und willst dann immer nur mehr. Und wenn du jetzt hier auf die Seite gekommen bist, dann kannst du natürlich bei uns vorbeikommen. Darüber freuen wir uns total gerne. Und du kannst uns eben jetzt schon auf dem Weg mit allem unterstützen, was du reingeben magst. Und darüber freuen wir uns sehr. Ja. Ja. Wirklich, du kannst uns unterstützen, eben indem du sozusagen über das Crowdfunding was spendest oder vielleicht auch sagst, wow, die Angebote, die hier sind, das spricht mich so an, da habe ich auch Lust drauf. Mhm. Und ja, umso schöner wird der Ort sozusagen. Mhm. Und ja, das ist wirklich, es ist ein Riesenfest. Ja, und es ist auch für uns ganz neu, dass wir tatsächlich uns öffnen fürs Spenden. Ich glaube, für uns alle ist das ganz neu. Denn das macht ja was mit uns. Dadurch, dass du sozusagen sagst, ich beteilige mich, beteiligst du dich. Dein Schwingen, dein Sein fließt sozusagen dann direkt in den Bus hinein. Das ist was ganz Besonderes und deswegen ist es ein Geschenk für dich und für uns. Ja. Und eine ganz neue Erfahrung, ich glaube, für alle von uns. Also sind wir schon super gespannt, wie es sich auch für uns anfühlt. Der ganze Prozess, den wir jetzt hier gemeinsam durchgehen, in dem Tun, ist auch für uns, für mich, für uns alle, auch ein Erfahrungsprozess. Mhm. Das heißt, wir wachsen und lernen so viel über uns und über die Dinge, die wir bisher gedacht haben oder getan haben und jetzt plötzlich ja immer wieder hinterfragt werden, ist das so, ist es wirklich was Neues? Mhm. Und das ist so wertvoll, allein jetzt schon bis hierher zu kommen. Ja. Und wir freuen uns so, wie es weitergeht. Ja. Ja, allein jetzt schon, dass hier jetzt sozusagen auf unserem Parkplatz ein Bus steht, das ist wirklich besonders. Ja. Und es ist so schön, dass wir sozusagen da rausgehen, dass es einen großen Kopf gibt, der ansagt, wo es lang geht. Und dort hingehen, dass wir gemeinsam schwingen und in unserem Schwingen was vollkommen Neues erschaffen. Und darum laden wir dich ein, sei mit uns, schwing mit uns und lass den Bus, den Impulskaffee-Bus auf die Erde bringen. Und vielleicht sagst du, du kennst es, wenn Freunde was miteinander machen. Wir sind keine Freunde. Nein. Wir sind überhaupt nicht befreundet. Wir sind auch keine Partner. Wir sind jeder für sich Menschen, alle von uns Einzelgänger in unserem Ursprung. Und ich spreche von richtigen Einzelgängern, also solche, die den ganzen Tag alles alleine und besser und schöner machen als jeder andere. Und über den Lauf der Zeit, die wir sozusagen im Loa Hoko miteinander schon verbracht haben, haben wir mehr und mehr von unseren Mänteln losgelassen, sind dadurch gewachsen, haben jeder für sich eine echte Weite erlangt und gleichzeitig eine gute Bodenhaftung. Und durch diese Bodenhaftung und die Weite können wir immer mehr miteinander schwingen. Das bedeutet, das Miteinander schwingen macht jeden von uns einfach ums Vielfache größer. Und das ist was so Besonderes, also für mich auf jeden Fall. Ich hätte nie vermutet, dass es sowas gibt. Mhm. Wir sind zwei Zweiersysteme, das ist vielleicht deutlich sichtbar. Was das ist, musst du halt einfach im Loa Hoko schauen. Und das ist ganz besonders. Ich bin wirklich sehr gespannt, was noch alles passiert. Es fühlt sich schön an, es fühlt sich echt an und neu. Und es kommt absolut aus der Fülle. Ja. Das heißt, was wir tun, ist nicht etwas, was wir brauchen, was wir denken, das muss unbedingt noch in mein Leben kommen oder so, sondern wir sind voll und machen es aus unserem Sein, weil wir es jetzt gerade so spüren. Genau. Und das ist eben auch der Unterschied zu Projekten, wie sie so überall gemacht werden. Es geht eben darum, dass es uns nährt und zwar die ganze Zeit auf allen Ebenen nährt und nicht an uns zehrt. Und es hat was mit dem Zusammensein zu tun, mit dem Miteinander schwingen. Ja. Und es ist in jedem Schritt auf dem Weg der Maßstab. Und das ist Das, was wir spüren können, woran wir uns orientieren. Es ist eben
Leben. Es hat nicht einen Anfang und ein Ende wie ein Projekt. Es lebt. Und darum, wir laden dich so ein. Ja. Wirklich, wie auch immer dein Weg ist, spende uns was über das Crowdfunding, komm vorbei. Buch was im Luahuku, ja, weil das Online-Geschäft läuft natürlich ganz normal weiter. Ja. Sei mit uns in Ismaning. Mhm. Du bist auf allen Ebenen von ganzem Herzen eingeladen. Wir sind da, ja, und sowas von. Ja, das sind wir. Ja. Bis dann. Wir freuen uns auf uns, auf dich, ja, auf alles, was jetzt kommt. Ja, bis bald. Danke, jetzt schon mal danke. Danke. Danke.